Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es um ein neues Achievement, das wir bei den Schlotternächten freispielen können. Und zwar heißt das ein furchteinflößender Freund. Und zwar müssen wir dafür den werten Pepe, den wir ja schon aus einigen anderen Achievements kennen, in ein Vogelscheuchenkostüm packen. Und wie wir das machen, das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, bin ich hier in der Garnison. Und hier hatte ich auch schon ein bisschen verwandelt. Ihr seht schon, hier hatte ich ein paar Verwandlungseffekte auf die Garnison gepackt. Das ich dann übrigens in meinem allgemeinen Video zu den Schlotternachtsfesten zeige, werde ich euch hier auch nochmal verlinken. Aber jetzt geht es erstmal um das Pepe-Achievement. Und zwar seht ihr hier, haben wir hier einen Pepe auf dem Friedhof der Garnison sitzen. Und den klicken wir jetzt einfach mal an. Und tada, wir kriegen hier erstmal den Pepe auf den Kopf. Und wir kriegen noch ein zusätzliches Item, dazu werde ich jetzt gleich mal noch kommen. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns den Pepe an und scrollen da ein bisschen näher ran. Und zwar seht ihr, hier haben wir einen Vogelscheuchen oder das Vogelscheuchen-Pepe. Und ich finde, der sieht ganz süß eigentlich aus mit der Verkleidung. Ja, viel wichtiger ist, dass wir jetzt zusätzlich hier dieses Item haben, wo wir durch dieses Pepe-Spielzeug auch hier random das Aussehen von diesem Pepe kriegen. Das Ganze hält hier eine Stunde. Und dann gibt es ja hier dieses Spielzeug, das wir über den allgemeinen Erfolg. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, was mit Vogel heißt das, glaube ich. Hier, die Vogelpfeife. Jetzt klicken wir das mal weg. Und zwar, wenn wir die einsetzen, dann ist es ja so, dass wir einen Pepe rufen. Und der hat ein random Kostüm auf. Hier hat jetzt dieses Ritterkostüm auf, das wir uns schon bei dem anderen Achievement erspielt hatten. Also da gab es ja schon ein anderes Achievement, wo man sich dementsprechend alle möglichen Kostüme holen konnte. Das habe ich letztens erst fertig gemacht und hochgeladen. Das kann ich euch auch hier nochmal verlinken, falls ihr da noch Bedarf habt und euch diese anderen Kostüme holen wollt. Ja, soweit zu diesem kleinen Achievement-Video. Viel war es jetzt auch nicht, aber ich verlinke euch die anderen Sachen noch, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Halloween oder wie es in WoW heißt, Schlotternachtfest. Bis dann, euer Chilla. Ciao.